willkommen zurück zu einem neuen Video und zu meiner Updated Bookshelf Tour. Ich habe euch vor circa einem Jahr schon mal eine Bookshelf Tour gedreht, allerdings hat sich seitdem super viel verändert. Ich bin umgezogen, ich habe hier ein komplett neues Setup und es sind auch einige neue Bücher dazu gekommen. Ich zeige euch jetzt gleich, wie es momentan so in meinem Bücherregal aussieht, was ich da so stehen habe, welche Bücher da stehen, wie ich mehr oder weniger sortiert habe. Bevor wir ans Regal gehen, noch so ein paar allgemeine Informationen dazu. Ich bin ja zu meinem Freund in die Wohnung gezogen und deswegen waren die meisten Möbel eigentlich schon da und die Wohnung ist jetzt auch nicht riesig. Deswegen musste ich mit den Dingen arbeiten, die schon vorhanden waren. Und das war vor allem dieses Regal hier. Ich habe die allermeisten Sachen, die dort drin standen, erfolgreich verdrängt, um meine Bücher da reinzustellen. Aber ihr werdet gleich sehen, es ist trotzdem noch so eine kleine Mischung aus verschiedenen Dingen vorhanden. Und was dann natürlich das Problem war, das Regal ist viel zu klein für alle Bücher und deswegen musste ich noch eine zweite Lösung finden und das ist mein Bücherwagen hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr den gerade sehen könnt. Aber auch den zeige ich euch gleich genauer und dann seht ihr mein kleines System, um mit wenig Platz trotzdem so viele Bücher wie möglich unterzubringen. Und das ist ja hier sehr, sehr wichtig. Ich bin mit diesem Setup einigermaßen zufrieden. Ich finde, ich habe für die Wohnung und die Möbel, die schon da waren, so das Beste rausgeholt. Allerdings träume ich natürlich immer noch von einem riesengroßen Bücherregal, in dem ich alle meine Bücher bei mir habe, in dem ich alle nach AutorInnen oder Farben oder Genres oder so sortieren kann und Platz für alles ist und am besten davor so ein richtig großer, gemütlicher Lesesessel. Aber ich bin ja noch jung. Das hat noch Zeit bis zur nächsten Wohnung oder zur übernächsten und bis dahin bin ich auch happy mit dem, was ich hier habe. Die Bücher, die ihr gleich seht, sind leider auch nicht alle, die ich habe, sondern nur alle, die ich in den letzten 1 bis 2 Jahren gelesen habe oder mir neu angeschafft habe. Eben auch aus Platzgründen, aber ich finde trotzdem, dass mittlerweile eine beachtliche Sammlung hier angewachsen ist. So viel zu den Hintergrundinformationen. Lasst uns mit der Tour starten. Das ist das oberste Regal. Wie ihr sehen könnt, wird es gar nicht für Bücher genutzt momentan, aber der Vollständigkeit halber zeige ich euch es trotzdem. Im Hintergrund seht ihr die Platten meines Freundes. Das ist alles Hip-Hop-Musik. Wir haben hier einmal ein Album von Travis Scott, von Kanye West, von Rin und da hinten von Kendrick Lamar. Ich mag Hip-Hop zwar auch super gerne, aber wenn hier nur meine Platten stehen würden, würde hier wahrscheinlich stehen ein Album von Taylor Swift, auf jeden Fall eins von Harry Styles, eins von den Giant Rooks und dann wird es schwierig, vielleicht Ariana Grande oder Billie Eilish. Dann seht ihr hier meine wunderschöne Schreibmaschine, die ist aus den 60ern, die habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Dann haben wir hier eine wunderschöne personalisierte Karte vom Handgeschrieben Verlag. Das Bild basiert auf einem Foto von mir, das hat die Kaya designt, meine wundervolle Freundin, Designerin und auch Autorin. Und wie gesagt, die Karte ist vom Handgeschrieben Verlag, einem ganz, ganz großartigen, nachhaltigen und weiblich geführten Unternehmen. Ich werde euch später auch sicherlich noch Bücher aus dem Verlag zeigen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann haben wir hier 2 noch unbenutzte Kerzen. Die sind nichts Besonderes, aber von Systrene Krene. Und dieser super schöne Teelichthalter, der ist auch von Systrene Krene. Und dann noch diese wunderschöne Vase, die ist von H&M Home, die liebe ich auch sehr. Und die Blumen da drin sind Kunstblumen. Ich weiß noch nicht, ob ich so glücklich mit denen bin. Man sieht natürlich, dass sie nicht echt sind und echte wären natürlich schöner. Aber ja, wir werden sehen, ob sich daran vielleicht noch was verändert. Das ist das zweite Regalbrett. Hier habe ich dann tatsächlich auch Bücher stehen und noch ein paar andere Sachen. Einmal diese Duftkerze hier von H&M Home, die riecht richtig, richtig gut nach frisch gewaschenen Leinen. Das ist eine Duftkerze von Systrene Krene, die hatte ich bisher noch nicht an, aber sie soll nach Kokos riechen. Dann haben wir hier diesen Fotostreifen, den haben wir Anfang April in Wien aufgenommen. Und wie man sehen kann, sind wir nicht sonderlich gut darin, uns zu viert in eine Fotobox zu quetschen, aber es ist trotzdem eine richtig schöne Erinnerung. Dann haben wir hier dieses super schöne Bild, das hat meine Mama für mich auf eine Buchseite gemalt und deswegen hat es natürlich einen Ehrenplatz im Regal. Das ist mein Lieblingskerzenständer, auch der ist von Systrene Krene. Und dann habe ich noch diese schöne Kerze von Zara Home, die benutze ich vor allem, um die Bücher aufrechtzuerhalten. Jetzt kommen wir zu den Büchern. Ich habe auf dem ersten Regalbrett eigentlich nur Bücher stehen, die ich richtig, richtig gerne mochte. Das sind nicht alle meine Lieblingsbücher, weil nicht für alle Platz war, aber zumindest eine Auswahl davon. Nicht weg und nicht da von Anne Freitag, Die verschwindende Hälfte von Brit Bennett, eines meiner absoluten Lieblinge, Auf Erden sind wir kurz grandios von Ocean Vuong, auch dieses Buch liebe, liebe, liebe ich, Giovannis Zimmer von James Baldwin,
Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens, Was man von hier aus sehen kann von Mariana Leki, The Song of Achilles von Madeline Miller, Red, White and Royal Blue von Casey McQuiston, Loveless von Alice Oseman, Wellenlesen von Luise Morgenleier aus dem vorhin schon erwähnten Handgeschrieben Verlag, Ungezähmt von Glennon Doyle, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann lest es unbedingt. Alias Grace von Margaret Atwood. Ich muss sagen, ich mag das Cover nicht so gerne, aber ich werde mir bestimmt früher oder später noch eine andere Version zulegen. Dann habe ich hier zwei Bücher von Sally Rooney, Conversations with Friends und Normal People. Ich muss sagen, ich bin manchmal am Überlegen, ob ich sie wirklich dort stehen haben möchte. Ich habe ja schon gesagt, dass dort vor allem Bücher stehen, die mir sehr gut gefallen haben. Ich bin diesem krassen Sally Rooney-Hype irgendwie nicht so sehr verfallen, wie es vielleicht andere sind. Aber dennoch haben diese Bücher sehr, sehr interessante Beobachtungen und Gedanken und ich habe vieles unterstrichen und öfter mal das Bedürfnis gehabt, noch mal reinzublättern. Deswegen habe ich sie dort hingestellt, damit sie gleich zur Hand sind, wenn ich sie brauche. Und ja, mal sehen, was damit noch passiert. Vielleicht ist es auch mal Zeit für einen Reread, damit ich meine Meinung dazu festigen kann. The Secret History von Donna Tartt. Ihr wisst, ich liebe dieses Buch. Was ich euch nicht erzählte von Celeste Ng. Befreit von Tara Westover. Dann dieses viel diskutierte Buch, das viele für zu krass halten. Ich mochte es aber sehr gerne. Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Diese traumhafte Ausgabe von The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Ich glaube, es ist aus der Penguin Classics Reihe. Von Rainer Maria Rilke die beiden Briefsammlungen Brief an einen jungen Dichter, die ich sehr liebe, und Brief an eine junge Frau. Herkunft von Sascha Stanisic. Und auch einer meiner neuesten Favoriten, Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Hier haben wir Die Bücherdiebin von Markus Zusag, schon ganz, ganz lange eines meiner Lieblingsbücher. Und mein absolutes Lieblings-Young-Adult-Buch, I'll Give You the Sun von John D. Nelson. Hier rechts habe ich noch die Bücher, die sehr, sehr schön und edel und eher alt aussehen, auch wenn es nicht alle sind. Einmal so ein ganz, ganz alter Reiseführer für Paris. Dann dieses französische Theaterstück, von dem ich leider kein Wort verstehe. Ich habe das mal in einem Bücherschrank gefunden und habe es einfach mitgenommen, weil es so schön aussah. Aber ich spreche leider kein Französisch, obwohl ich es total gerne würde. Vielleicht nehme ich mir eines Tages hoffentlich die Zeit, Französisch zu lernen und kann dann auch herausfinden, ob es ein interessantes Theaterstück ist oder eher nicht. Dann dieses Buch von Ernst Wiechert, Das einfache Leben. Und dann haben wir hier noch Wurzeln zu Blüten, auch von Luise Morgenleier, auch aus dem Handgeschriebenen Verlag. Das hat so diese Ästhetik eines alten, sehr, sehr edlen, hochwertigen Buches und es ist super hochwertig, aber es ist total neu und ich liebe, liebe, liebe dieses Design einfach. Es ist mit so viel Liebe gestaltet und deswegen verdient es einen Ehrenplatz in meinem Regal. Das ist die dritte Ebene des Regals. Hier haben wir links einmal den Plattenspieler von Crossley. Das ist diese Marke, die es immer bei Urban Outfitters zu kaufen gibt. Ich muss sagen, die Soundqualität ist nicht sonderlich gut, aber es ist ja auch ein super günstiger Plattenspieler. Und deshalb steht er hier mehr zur Deko, aber ich mag das total gerne. Weiter geht's mit den Büchern auf dieser Ebene. Das sind die ersten drei Teile der Harry Potter-Reihe mit Illustrationen von Jim Kay, die super schön sind. Ein Buch über deutsche Literaturgeschichte. Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums von Benjamin Alier Science. Grown von Tiffany D. Jackson. Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Der fliegende Berg von Christoph Ransmeyer. Adas Raum von Sharon Dodua Otoo. The Nightingale von Kristen Hannah. The Ocean at the End of the Lane von Neil Gaiman. If We Were Villains von M.L. Rio. Dieses Buch hätte eigentlich fast einen Platz ganz oben verdient. Kallmann von Joachim B. Schmidt, Glück allein von Julia Zweig. Hier habe ich meine kleine, aber feine Poetry-Sammlung. Resonance, französische Lyrik seit 1960. Nachthimmel mit Austrittwunden von Ocean Vuong. Im Glasberg von Nadja Küchenmeister. In meinen Träumen läutet es Sturm von Mascha Kaleko. Und ausgewählte Gedichte von Rainer Maria Rilke. Kommen wir auch schon zur untersten Ebene. Hier ist eigentlich gar nicht mehr so viel zu zeigen. Auf der linken Seite ist einmal die JBL Boombox und rechts sind noch ein paar wenige Bücher und Magazine. Hier haben wir diese wunderschönen Schmuckausgaben von Jane Austen, einmal Stolz und Vorurteil und einmal Sinn und Sinnlichkeit. Ich liebe die sehr und ich wünschte, ich hätte noch einen viel, viel besseren Platz für die beiden, weil die eigentlich zu schade sind, um hier unten zu liegen. Ich finde, die sollte man eigentlich irgendwo gut sehen können, da muss ich mal noch schauen.
außerdem dieses schöne Coffee Table Book Do You Read Me aus dem Verlag Gestalten, besondere Buchläden und ihre Geschichten. Das ist super, super schön, um einfach durchzublättern, und auch dafür hätte ich eigentlich gerne einen besondereren Ort. Und hier unten habe ich dann noch verschiedene Zeitlichkeiten-Magazine. Das sind wirklich wunderschöne Coffee Table Magazine, die liebe ich sehr. Darin sind ganz verschiedene Texte abgedruckt, von Rezepten über Gedichte, über Kolumnen, Interviews, Buchempfehlungen, wirklich alles Mögliche. Und übrigens in der letzten Ausgabe, in der 5. Issue, ist auch ein Text von mir dabei gewesen. Kommen wir zu meinem Bücherwagen, und der ist wirklich ein absoluter Segen bei Platzproblemen. Da passen nämlich so unfassbar viele Bücher rein, dass ich selbst immer wieder überrascht bin. Ich habe den so sortiert, dass ich ganz oben alle Bücher habe, die ich noch nicht gelesen habe und die ich relativ bald lesen möchte. Weiter unten sind noch ein paar andere Bücher, die ich auch noch lesen möchte, aber die vielleicht keine so hohe Priorität haben, und außerdem noch einige Bücher, die ich bereits gelesen habe. Also kommen wir zu den Büchern, die ich in den nächsten Wochen und Monaten gerne lesen würde. Homo Femininus von Lina Tiede, Bad Feminist von Roxane Gay, Frauen schulden dir gar nichts von Florence Given. Das ist ja auch auf meiner Liste 22 Bücher, die ich 2022 noch lesen möchte. Allerdings gibt es um dieses Buch riesige Kontroversen bezüglich White Privilege und Urheberrecht, und da will ich mich auf jeden Fall noch mehr drüber informieren und das auch unbedingt nur in diesem Kontext lesen. In the Dream House von Carmen Maria Machado, Was ich liebte von Siri Hustvedt, Der Drachenläufer von Khaled Hosseini, Black Lives Matter von Patrice Khan Cullors, Das Damengambit von Walter Tevis, noch eine wunderschöne Ausgabe von Stolz und Vorurteil von Jane Austen, diesmal auf Englisch, Pride and Prejudice, Corpus Delicti von Julie C., von Kazuo Ishiguro, Was vom Tage übrig blieb, Leben, Schreiben, Atmen von Doris Dörri, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann, My Year of Rest and Relaxation von Otessa Moshfegh, einer meiner letzten Neuzugänge. Auch ganz neu bei mir eingezogen, Beach Read von Emily Henry. Das Geisterhaus von Isabel Allende mit einem fürchterlichen Cover, ich weiß, aber das Buch soll gut sein. Und das letzte auf dieser Seite, Frankenstein von Mary Shelley. Kommen wir zur zweiten Seite. Hier haben wir Girl, Woman, Other von Bernardine Evaristo, Owen Meany von John Irving, Gottes Werk und Teufels Beitrag, auch von John Irving, Margaret Atwood's The Handmaid's Tale von Hengame Yagubifara, Ministerium der Träume, The Goldfinch von Donna Tartt, Tage mit Gatsby von Josephine Nicholas, Der Gefangene des Himmels von Carlos Ruiz Zafón, Anna Karenina von Tolstoi, Mrs. Dalloway von Virginia Woolf und G.A.M. Brainfuck von Sibylle Berg. Kommen wir zur zweiten Reihe des Bücherwagens. Hier habe ich diese Mischung aus Büchern, die ich schon gelesen habe, und Bücher, die ich noch lesen möchte. To Die For von Lucy Siegel, ein Buch über Fast Fashion, Die einzige Geschichte von Julian Barnes, Ursula K. Le Guin, Erdsee, das ist zum Beispiel eins, das ich schon gelesen habe, Big Magic von Elizabeth Gilbert, Allegro Pastel von Leif Rand, Offene See von Benjamin Myers, Vor der Zunahme der Zeichen von Senturan Varataraja, das ist ein Buch, das ich bald für die Uni lese, Adams Erbe von Astrid Rosenfeld, Identity von Mito Sanyal, ihr wisst, das Buch mochte ich total gerne, 13 Reasons Why in der portugiesischen Ausgabe von Jay Asher, Love Letters of Great Men, Nummer 13, Ausgabe Erde von Schliff, das ist eine Literaturzeitschrift, in der eine Kurzgeschichte von mir abgedruckt wurde. Die Schlange im Wolfspelz von Michael Maar, da geht es viel um Stil und das sogenannte Geheimnis großer Literatur. Machen wir auch hier gleich weiter mit der anderen Seite. Hier haben wir Faserland von Christian Kracht, Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre, eine Penguin Classics Ausgabe von Emma von Jane Austen, aus der gleichen Reihe Little Women von Louisa May Alcott, Der große Sommer von Ewald Ahrens, Die verborgenen Stimmen der Bücher von Bridget Collins, Mr. Aufziehvogel von Haruki Murakami, Follower von Eugen Ruge, Tinker Tailor Soldier Spy von John le Carré, Demian von Hermann Hesse, direkt daneben Der Steppenwolf von Hermann Hesse, Die Traumnovelle von Arthur Schnitzler und Oliver Twist von Charles Dickens. Und das ist die letzte Ebene des Wagens. Ihr seht, es passt ganz schön viel rein. Hier haben wir von Patrick Modiano Im Café der verlorenen Jugend, The Hating Game von Sally Thorne, Zwei an einem Tag von David Nichols, Untenrum frei von Margarete Stokowski, Call Me By Your Name von André Assiman, Mit Blick aufs Meer von Elizabeth Stroud, Erste Hilfe von Mariana Lecky, Rebecca von Daphne du Maurier, Ich bin Linus von Linus Giese,
Das Orangenmädchen von Jostein Garder, Ich nannte ihn Krawatte von Milena Michiko-Flazar, Exit Racism von Tupoka Ogette, Veronika beschließt zu sterben von Paulo Coelho, Alte weiße Männer von Sophie Passmann, Starkes weiches Herz von Madeleine Alizadeh. Und auch hier gibt es eine zweite Seite. Diese beiden Bücher gehören mir gar nicht. Das sind die ersten zwei Teile der Hexersaga, auf denen die Netflix-Serie The Witcher basiert. Ich mochte die Serie zwar ganz gerne, aber ich weiß noch nicht, ob ich die Bücher auch lesen will. The Hate U Give von Angie Thomas, Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King, The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde, Reasons to Stay Alive von Matt Haig, diese furchtbare Ausgabe von Effie Priest von Theodor Fontane. Ich habe das mal bei einem Spaziergang einfach auf der Straße zu verschenken gefunden und habe es mitgenommen. Aber ich glaube, ich brauche von diesem Buch schon noch eine schönere Ausgabe. Dann habe ich auch mehr Motivation, es zu lesen. Heimsuchung von Jenny Erpenbeck, Angst von Stefan Zweig, Der Trafikant von Robert Seethaler, Was der Fluss erzählt von Diane Satterfield, da habe ich leider den Umschlag nicht mehr, Narziss und Goldmund von Hermann Hesse, Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón und das allerletzte Buch Sprach und Sein von Kübra Gümüşay. Natürlich habe ich jetzt fast jedes Buch aus meinem Bücherwagen rausgeholt und muss jetzt erstmal wieder aufräumen. Bei mir fehlt momentan leider jegliches Konzept, mein Bücherregal irgendwie cool zu sortieren, abgesehen von Büchern, die ich sehr mochte. Ungelesene Bücher und gelesene Bücher. Aber verratet mir doch gerne mal in den Kommentaren, wie ihr eure Regale so sortiert, ob ihr das nach Farben macht oder nach AutorInnen oder Genres oder so. Das fand ich mega spannend zu hören. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.